Und somit herzlich willkommen hier auf unserem Kanal und wir spielen Moonlighter. Es wird ein schönes Let's Play. Ich habe das Spiel 5 Minuten angezockt und dachte mir, geil, das ist so ein Spiel für mich. Ja? Und wir machen das, was empfohlen wird, ja? Der ursprüngliche von den Entwicklern vorgesehene Schwierigkeitsgrad empfohlen für die meisten Spieler. Und ja, es ist, glaube ich, ein ziemlich geiles Game einfach. Ist schon, unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, das so alt ist wie die Vorstellungskraft. In einer Nacht tauchten in diesem Land Labyrinthe voller außergewöhnlicher Schätze und tödlicher Kreaturen auf. Sie nannten sie die Dungeons, seltsame, sich ständig verändernde Ruinen unbekannter Länder. Bald wurde in der Nähe der Dungeons ein Dorf, der ein wenig Neugierigen gegründet. Was? Unter den Siedlern strahlten zwei Gruppen am hellsten. Helden und Kaufleute. Ruhm und Reichtum. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Das Leben wurde hart für die Stadt, vor allem für die jungen Besitzer des ältesten Ladens Will of Moonlighter, der lange davon träumte, die geheimnisvolle 5. Tür des Dungeons zu öffnen. Machen wir mal fortsetzen. Das sind wir, liebe Freunde. Ach, ich weiß nicht. Man sieht direkt, ob ein Spiel mit Liebe erschaffen wurde oder auch nicht. Und das ist so, glaube ich, eins. Es wurde mit richtig viel Liebe voll gepumpt. So. Die Steuerung ist sehr direkt, sehr cool. Ich meine, klar, es ist jetzt keine mega Mechanik dahinter, aber irgendwie, es fühlt sich cool an. Ja? Lässt sich gut spielen. Wir können so hüpfen. Das hier als Tutorial quasi, das habe ich schon angezockt. Deswegen weiß ich so, was wir machen müssen. Auf jeden Fall, was cool ist, es ist so eine Mischung aus Abenteuer und Ladenbesitzer. Ne? So, das ist so ein Feind und wir können halt quasi denen ausweichen, indem wir diesen Sprung aktivieren. Genau wie das hier. Das geht. Und dann haben wir natürlich auch eine schöne Waffe. Und wir sehen jetzt schon, wir können... Übrigens, das ist sehr knackig, ne? Also auf schwer ist das wirklich schwer. Also man ist sehr schnell tot. Und ihr seht schon, egal was wir kaputt machen, wir können Sachen... Wir können Sachen einsammeln. Und die dann später anscheinend auch verkaufen. Oder vielleicht gibt es auch Crafting, ich weiß es gar nicht, ne? Ich bin jetzt gespannt. Das ist, glaube ich, aber umfangreicher, als man auf den ersten Blick erahnen würde. So, öffnen. Da kann man quasi drauf und Info. Okay, stabil und beim Anfassen rau. Vielleicht kann das jemand zur Herstellung von Dekorationen verwenden. Also das ist Stoff. Okay. Mitnehmen, wie mache ich das? Okay. Und das ist Gießereireste. Ich halte dies für die Überreste einer alten Gießerei. Wenn die Golems erschaffen wurden, wer ist ihr Schöpfer? Aha. Also geht es auch ums Mystische, natürlich. Was hier drinne? Hier haben wir auch wieder Gießereireste. Und was ist das? Uraltes Gefäß. Hat ein oder zwei Risse, aber sonst funktionstüchtig. Wunderschöne Handwerkskunst, wofür es wohl verwendet wurde. Ja, das ist cool, Mann. Das Spiel ist cool. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Sorry. Weiß nicht, ob da auch manchmal was drin ist. Deswegen mach ich es immer kaputt. Keine Ahnung. Genau. Also ich weiß gar nicht, ob man... Beziehungsweise bis hierhin weiß ich es ja schon, aber ob wir diese großen überhaupt kaputt kriegen, weiß ich nicht. Also hier soll man sterben an der Stelle. So, und bis hierhin habe ich gezockt, liebe Freunde, nicht weiter. Deswegen bin ich echt gespannt, wie sich das jetzt hier alles entwickelt. Ist halt cool, so ein Spiel. Das kann man einfach mal zocken, ohne dass man sich aufregt, ohne dass man Stress hat, glaube ich zumindest. Oh, okay. Xenon oder Xenon, wie auch immer. Wie du aussiehst und ganz alleine, ruhe dich ein Weilchen aus. Will, bei mir bist du sicher. Wer ist dieser unbekannte alter Mann?
Alte Mann, meine ich. Ah. Also da ist Home und da ist Shop. Steht das auf den Schildern. Über den Türen. Selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Okay, das sind wohl unsere ganzen Papiere. Unsere Forschungen. Kein Zweifel, du bist genauso davon besessen wie der alte Pete. Ach, das ist... Die Animationen sind schon so cool gemacht. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Morgen, Jungchen. Hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Will, hör mir zu. Also wir sind anscheinend Will. Ich will ehrlich mit dir sein. Du bist der Letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unsinn vom fünften Tor zu riskieren ist dumm. Lass es einfach auf sich beruhen. Sammle einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann mit deinen Anhängern aus der Dungeon. Und verflixt nochmal, hör auf, deinen Besen als Waffe zu benutzen. Draußen ist es gefährlich, so ganz allein. Nimm das hier. Das habe ich damals benutzt. Jetzt brauchst du es mehr als ich. Wir haben Schwert und Schild. Besser läuft's doch nicht. Na gut, dann hoch mit dir. Lässt den Tag verstreichen. Kümmere dich um deinen Laden. Sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar meiner Tricks in den Schädel hämmern können. Die habe ich von deinem Großvater. Das ist schon so viele Jahre her. Okay. Das ist anscheinend Familienfreund oder sogar Familie. Aber ich weiß nicht, ich liebe so Spiele einfach. Das ist so, man kann es einfach... Also wir gehen jetzt mal hier. Um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstands. Komm schon, öffne den Laden und lass die Kunden herein. Okay, wir müssen also den Laden selber öffnen. Halten, Laden öffnen. Ah. Aha. Verkaufen. Hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Aber man kann die Preise also anpassen, hä? Achte auf die Gesichter deiner Kunden. Hm? So hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmten. Ich liebe das Spiel, glaube ich. Ich hoffe, dass das bleibt so. Guckt's an. Hm? Muss ich dir wirklich sagen, dass dieser Gegenstand zu teuer war? Das war eine wertvolle Lektion, Jungchen. Denk daran, verkaufe beliebte Gegenstände nicht zu oft. Wenn du den Markt überschwemmst, musst du deine Preise senken. Das ist ja geil. Verkaufe teuer, wenn die Nachfrage oben ist und immer in Maßen. Sieh in dein Händlernotizbuch. Es enthält alle Informationen über Waren und Artefakte, die du entdeckt hast. Okay, also. Aha. Also rechts. Ach so. Also rechts hat man dann die Info, ne? Bei den Kristallen ist jetzt 100 Beliebtheit. Verkäufe und Reaktionen. Okay. Aber ich weiß noch nicht. Die Sonne geht unter, es wird Zeit. Ich gehe besser, den Rest schaffst du sicher alleine. Es liegt an dir, diesen Laden zu alter Größe zurückzuführen. Glaube mir, du hast das im Blut. Mach deinen Großvater stolz. Probiere doch in der Zwischenzeit dein neues Schwert aus. Nachts sind Dungeons gefährlich, aber es locken wertvolle Artefakte. Wag dich nur nicht zu weit vor und nutze den Anhänger. Geh jetzt, meine alten Knochen müssen ruhen. Ah, mega nice. Ja, okay, aber wo lang muss ich denn? Redmond. Maser, mein Sohn, wenn ich dich finde. Oh, Will. Hast du zufällig einen Maser irgendwo gesehen? Bist du auf dem Weg in Richtung Dungeons? Statte auf jeden Fall der heißen Quelle einen Besuch ab. Das Wasser wird deine Schmerzen lindern, wenn du sie findest. Ey, das ist ja mal mega. Also das ist, ich wette, man kann dann auch zwischendrin so ein paar Quests annehmen. Moonlighter.
Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich bin komplett gehypt gerade von dem Spiel. Es ist nur die Frage. Dungeons. Also wir sollen anscheinend jetzt in Richtung Dungeons gehen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in Richtung Dungeons. Okay. Ja genau, wir sind ja hier rausgeflogen. Jetzt ist nur die Frage. Wüstendungeon. Nur für Helden. Aha. Tech-Dungeon. Kein Zugang. Mhm. Was ist das hier? Wald-Dungeon. Für Helden erlaubter Dungeon. Nicht für Händler empfohlen. Okay. Also das ist, glaube ich, echt umfangreich später, ne? Golem-Dungeon. Für Helden und Händler erlaubter Dungeon. Okay, gehen wir halt mal rein. Ach, cool, Leute. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht, solche Spiele hypen mich einfach am meisten. Okay, hier waren wir ja theoretisch schon mal. So, da gehen wir halt mal oben lang. Okay, hier haben wir ein paar Feinde. Oh, shit. Ah, oh, nee, das geht... Verstehen nur nicht, ehrlich gesagt. Ah, okay, okay. Ich muss das erstmal oben. Okay, okay. Ich musste erstmal oben die Waffen auswählen. Okay. Dann will ich mal gucken. Kann ich gerade nicht. Okay. Ich hoffe, der Sound ist so, alles passt so für euch. Okay. Ist die Frage. Man muss echt vorsichtig bei dem Spiel sein. Nice. Okay, das werden wir uns nachher mal alles angucken. Ich weiß nicht, warum man nicht mittendrin gucken kann. Also den Rucksack öffnen. Will dann irgendwie nicht. Okay. Uff. Eieiei. Oh. Ja, da muss man echt aufpassen, ne? Das ist gar nicht so leicht. Kannst du irgendwie kaputt machen? Aber sicher doch. Okay. Wir gehen jetzt mal links lang. Oh. Ey, das ist... Naja. Müssen wir echt unsere Gesundheit im Auge behalten. Das ist ja erst der Anfang, ne? Oh, das sieht nice aus hier. Kann man hier irgendwas machen? Fünfmal das. Okay. Lesen. An jemanden, der hoffentlich mehr Glück hat als ich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raums hat mich erwischt. Im Tumult ist mein Anhänger zerbrochen. Aber ich würde sagen, ich habe ihm ganz schön zugesetzt. Er hat bemerkt, dass ich ihn in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Einer davon, eine Karte, ein Diagramm. Was auch immer es ist, ich hatte recht. Sie hielt mich für verrückt. Meinten, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich hatte die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jeder Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Sie alle sind mit Schlössern an einem großen Tor außerhalb verbunden. Das fünfte Tor von Rinoka. Leider werde ich nicht da sein, wenn es sich öffnet. Wer auch immer mich findet, möge mir den Gestank verzeihen. Aber das Diagramm muss hier irgendwo sein. Bitte, öffne das fünfte Tor von Rinoka. Diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Okay, sehr mystisch hier. Sehr mystisch. Lesen. Boss wird mich tot machen. Sollte alle rauslassen. Jetzt muss ich komische Kreatur jagen, die mein Zeugens gemopst hat. Oh, Boss wird richtig böse sein. Aha. Also das sind vier Kammern, vier Schlüssel und dann kann man das Tor öffnen. Okay. B, B, B. Was wollt ihr mit B? Ach, übrigens, da kann man ja... Sagt das so einer, also auf der Taste... Ich habe halt einen PlayStation-Controller, also auf Viereck... Kann ich das Schild machen? Wär auch eine Idee, wenn ich das mal nutze, ne? Okay, auf jeden Fall ist der da rechts irgendwo. Ach so, warte mal, was soll ich hier machen? Zur Stadt.
Entkommen, Anhänge. Ob wir jetzt schon rausgemusst hätten, kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil wir hätten ja noch mehrere Wege gehabt, aber wir waren auch schon fast voll. Ah, der junge Eigentümer des Moonlighter ist zurückgekehrt. Sieht aus, als kämst du ein Stück zurück. Ich glaube, ich mache die Stimme für den. Sag bloß, du hast gelernt, den Anhänger richtig einzusetzen. Das wurde auch Zeit, Junge. Was hast du denn da? Ist das eine Karte der Dungeons? Wo hast du die her? Du hast den alten Pete gefunden? Tot also? Siehst du, das ist das Schicksal, das dich erwartet. Wenn du dem nachjagst, was hinter dem Tor zu sein scheint, sag ich ja. Lass einfach die Finger davon, Will. Nimm einfach die Artefakte aus dem Golem Dungeon. Aha. Golem Dungeon wahrscheinlich. Und kümmere dich um die Moonlighter. Anderes Thema. Mir sind einige Aushänge am schwarzen Brett aufgefallen. Könnten dich interessieren. Einige Händler wollen wohl ihre Läden in Rinocca eröffnen. Wieder etwas Leben in die Stadt zurückbringen. Offenbar brauchen sie aber zunächst etwas Startkapital. Vielleicht kannst du ihnen ja aushelfen. Es wäre schön, die Stadt wieder so lebendig zu sehen wie früher. Ey, das ist ja mega geil. Ich glaube echt, man baut nicht nur einen Laden auf, man baut auch die Stadt auf. Das ist mega geil durchdacht jetzt. Mal ohne Spaß. So. Das ist das schwarze Brett anscheinend. Nee, Investitionen. Aha, da kann man ach, ihr wisst schon. Muss ich jetzt Stadt oder Shop machen? Das ist Laden Level 1. Diese Ladenerweiterung erlaubt Händlern das Dekorieren, um ihre Kunden zu erfreuen und fügt zusätzlichen Platz für Gegenstände zu. Was ist das denn? Billige Verkaufsbox. Gegenstände, die in dieser Verkaufskiste verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 70%. Okay, wir haben aber jetzt gar kein Geld. Eiserne Kasse. Diese praktische Kasse motiviert Kunden dazu, ein zusätzliches Trinkgeld in Höhe von 10% zu zahlen. Ein komfortables neues Bett, das Abenteuern am Morgen zusätzliche Leben verleiht. Zusätzlicher Platz für deine Gegenstände. Also geil. Okay. Was ist hier? Die Vulkanschmiede. Ah, guck mal, das wäre jetzt nur 500 Goldstücke. Wir haben ja 100, ne? Das ist gar nicht so weit weg. Kriegst du in den Dungeons immer auf die Mütze? Röselt der Rost von deinen Waffen? Im Tausch gegen die richtigen Materialien und etwas Kleingeld finden mein Hammer und ich eine Lösung, garantiert handgespielt. Stößt du mit reiner Muskelkraft in den Dungeons an deine Grenzen? Die Tränke und Verzauberung aus dem hölzernen Hut helfen dir, dein Abenteuer zu einem magischen Ende zu bringen. Keine Lust mehr, in Dungeons nach Gegenständen zu suchen? Überlass diese Arbeit lieber den Profis und besuche Les Marchands oder sowas. Denn das Leben ist anstrengend genug. Also anscheinend können wir dafür sorgen, dass die Stadt wächst, und in den Läden können wir dann anscheinend auch selber von profitieren. Okay, wir machen mal Stadt, Shop. Stadt haben wir das. Ach so, okay. Ja, nice. Nice. Oh Mann, Rinocca hat schon bessere Tage gesehen als sein Großvater. Als sein Großvater Moonlighter eröffnete, kamen die Leute aus dem ganzen Land. War immer ein richtiges Gedränge. Aber heute? Okay. Geil. Ich freue mich. Ansehen. Ein Wachgeschütz, das nicht in der Lage ist, einen dauerhaften Wasserstrahl abzufeuern. Also man kann hier... man kann hier auch irgendwie Tiere halten. Also diese Wesen da halten anscheinend. Also es ist, glaube ich, echt... Also ich bin gespannt. Es scheint für mich sehr umfangreich zu sein. Jetzt frage ich mich nur an der Stelle. Rinocca, was für eine Stadt? Ich frage mich jetzt nur im Wesentlichen. Also hier können wir immer rein. Das ist ja Home. Ach so, ja, nee. Das ist Home. Okay. Lesen. Das ist jetzt eine neue Karte, die wir gefunden haben. Okay. Hier haben wir ein paar Sachen. Eine Ranke. Gucken wir doch mal, was eine Ranke hat. Ein starkes, aber flexibles Material, das von den Rankklingen
verwendet wird, um sich selbst zu schützen. Zahnstein. Sehr scharfe Steine, die man normalerweise auf den Körpern von Golems findet. Die Wurzel einer großen Pflanze, sehr nützlich bei der Herstellung neuer Bögen. Ein einfacher Stein, der von Schmieden verwendet wird, um Waffen zu schärfen, davon kann man nie genug haben. Eisern und schlicht, aber der Eckpfeiler einer fortgeschrittenen hergestellten Ausrüstung. Golemkern, der Kern oder das Herz eines Golems. Wir haben Wege gefunden, die Energie zu nutzen, aber wir können den Golems keines schenken, keinem schenken. Okay. Was ich mich jetzt halt frage. Wo ist denn das Zeug jetzt hin? Also was ich mich frage, da steht zum Beispiel zwei, guck mal, wenn wir jetzt da drüber gehen, da steht jetzt zwei Goldstücke da irgendwie dabei. Okay, Hartstall, was ist das denn? Da steht 275, also kann man das anscheinend für dieses Gold anbieten? Keine Ahnung. Da werden wir uns wahrscheinlich noch reinfuchsen. Der stärkste Stahl, dem ich je begegnet bin. Ideal für die Herstellung neuer Ausrüstung. Stoff hatten wir ja schon. Okay, Freunde, das ist ein Lebenstrank. Reichhaltiges Gelee. Mhm. Eine geleeartige Substanz mit heilenden Eigenschaften. Kann aus verschiedenen Schleimmep gewonnen werden. Essentiell fürs Trankbrauen. Okay, jetzt würde mich halt interessieren, wie können wir denn diese Gegenstände... Aha. Also der war ja zu teuer, 170, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Neutral, also 170 war zu viel. Jetzt ist meine Frage, wie können wir denn den Preis anpassen? Ah ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, was da halt angebracht ist. Beziehungsweise, wir machen nochmal hier so. Also, ich bin jetzt gespannt. Also, Beliebtheit ist ja da neutral. 170 ist zu viel. 100, also 100 ist anscheinend voll okay. Komm, dann machen wir jetzt mal, dann gehen wir noch mal runter. Wir können ja mal 110 machen. Okay. Das lassen wir so für 100. Hier würde ich jetzt gerne mal Hartstall reinmachen. Kann ich da auch zwei reinmachen? Zweimal. Also man muss sich da reinfuchsen. Da ist jetzt eine Grenze von 275. Dann machen wir doch einfach mal 275 und schauen mal, was passiert. Lassen wir mal 270. Ne? Lassen wir das mal so. Das wäre ja schon richtig viel Kohle. Das Herz nehmen wir... Kann ich denn auch einfach... Ah ja, ich kann mehrfach drücken. Okay. Und dann gucken wir mal hier. Golemkern. Haben wir da irgendeinen Anhaltspunkt? 275? In welche Kategorie das jetzt ist? Jetzt weiß ich nicht, ob wir das andere zu hoch angesetzt haben. 3000. Gute Frage. Wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Und wir machen jetzt das einfach mal hoch. ...300, 200, 250. Weiß nicht. Das ist, also wir werden es ja sehen. Wir müssen uns ja da durchfuchsen. Es geht ja gar nicht anders. Keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal. Was steht denn da? Ist es da irgendwie bei 2? Bei 2 Gold nur? Aber es ist auch ganz unten. So, wir machen mal das jetzt dahin. Und bieten es halt für 2 an. Ist halt so.
Das kriegt man anscheinend schnell. Okay. So lassen wir das jetzt mal. Wir können bestimmt später auch hier mehr Platz und sowas gewinnen. Verkaufen. Okay. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir jetzt auch erstmal das ganze Zeug, Labimsch, rüber machen, damit wir auch für die Dungeons wieder Platz haben, ne, im Inventar. Halten, Laden, öffnen geht nicht. Also werden wir jetzt erstmal schlafen. Ach, das ist cool gemacht. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist ein cooles Spiel. Okay, ein neuer Tag. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir bestimmt den Laden öffnen. So, bin ich mal gespannt. Gesicht davon. Sehr gut anscheinend. Da sind wir gut dabei. Verkaufen. Aha. Vielleicht hätte ich dann doch mal was in meinem Rucksack lassen sollen, dass wir auch nachfüllen können. Hm? Oh, das ist zu viel. Das ist zu viel. Dann machen wir das Ganze mal auf 150. Das war in Ordnung. Okay. Ey, guck mal, wir haben schon... Wir haben 660 Goldmünzen. Das ist schon richtig nice. Okay, das wussten wir schon. Das Coole ist halt, dass es da halt auch angezeigt wird, ne? Sehr gut. Also wir machen Geld. Ich will mir vielleicht hier doch mal was holen gerade. Zum Beispiel jetzt einfach mal... Ja gut, alles wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber egal. Vielleicht kann man ja zum Beispiel jetzt sagen, gut, wir nehmen jetzt das. Machen das dahin. Ist jetzt in der Kategorie von 2. Ah ja gut, dann verkaufen wir das auch für 2. Ich meine, es gibt ja trotzdem Geld, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Die Menge macht's. Ich bin jetzt gespannt, ob die Golemherzen jetzt angenehmer sind vom Preis. Oh nee, das ist immer noch viel zu teuer anscheinend. Dann machen wir jetzt mal hier eine 0 draus. So. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich verstehe nur nicht, warum die Golemherzen nicht genommen werden. Weil das dann 4 auf einmal sind vielleicht? Ah, okay. Für 100 willst du sie mitnehmen. Also gedrückt halten, dann kann man das starten. Stapeln. Es ist auch in der Kategorie 2. Wir können ja mal gucken, ob wir es für 3 verkaufen können. Und das tun wir jetzt auch mal. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht, gleich alles auf einmal zu verkaufen. So, das mal für 2 und fertig. Okay. So ist es halt jetzt die Sache. Wir überschwemmen halt den Markt, ne? Damit ein bisschen. Aber wir kriegen halt gut Geld zusammen. Also ich meine, wir haben jetzt schon 1180. Wir können jetzt schon den einen Laden eröffnen. Das ist halt schon mega. Wir haben trotzdem noch Geld über. Und da ist doch unser Großvater, oder? Ne, da ist er. Da ist unser Großvater. Stoff können wir ja auch mal platzieren. Stimmt, da ist ja auch noch was. Stoff ist, glaube ich, auch Kategorie 2. Ach, deswegen. Na gut, komm. Wir probieren es einfach mal für 5 jetzt. So Sachen. Gießereireste. Ist eben... Golemkern ist auch bei 2. Also vielleicht verkaufe ich die Sachen auch komplett unter Preis. Ne? Wer weiß. Wir machen mal hier 10. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja einfach sehen.
Ach, unser Großvater will auch was kaufen bei uns. Es hat funktioniert. Ja, ist auch für einen besseren Preis zu verkaufen. Also vielleicht haben wir uns auch einfach unter Wert gerade gegeben. Das ist bei 5. Ich verstehe nicht, was diese... Ich dachte eigentlich, das wäre so eine Einschätzung vom Preis, ne? Diese 5 Goldmünzen. Da gucken wir doch einfach mal. Machen wir auch mal 10? Oder heißt das 3 mal 10? Ja, so, da steht der Gesamt 30, genau. Okay. Das noch da rein. Wir gucken einfach mal. Wir werden uns da Stück für Stück rantasten. Und, genau, da haben wir jetzt für 10 haben wir es verkauft. Machen wir mal 4. Ist halt auch cool, dass es so weiter eingespeichert ist. Okay, wir lassen das mal so. Ich frage mich aber auch ernsthaft, wie lang geht denn eigentlich so ein Tag? Also man kann es selbst entscheiden, okay. Das heißt, man kann richtig Geld machen, Kohle machen. Aha. Okay, das hat dir jetzt gar nicht gefallen. Das heißt, wir müssen hier das nochmal anpassen. Wir machen mal 5. Das hat dir aber gut gefallen. Sehr gut. Aber wir haben auch gar nicht, ich habe auch gar nicht geguckt, ne, nach Beliebtheit eben. So, das tun wir jetzt auch mal für den Preis einfach. Obwohl, wir machen mal 3, komm. Und das auch noch. Und dann haben wir alles verkauft. Das ging ja nice. Das ging ja super. Das ging super. Jawohl. Ja, jetzt kriegen wir es auch verkauft. Ey, wir haben schon 1400 Goldmünzen. Perfekt. Wir haben nichts mehr. Wir haben alles verkauft. Laden schließen. Also mega. Ah, da kriegt man noch mal eine Auflistung. Also ich finde es mega cool. Der Hartstahl hat richtig viel Cash gebracht. Allein 2 Stück haben uns 540 Münzen gegeben. Und der Golemkern 4-mal, jawohl, jeweils 100. Okay, cool. Also wir haben 1330 Goldmünzen gemacht am ersten Tag. Sehr schön. Also wie gesagt, ich feiere das Spiel mega. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Monkey.